So, da sind wir auch schon wieder zurück in Skyrim und wieder mit dem alten Aufnahmeprogramm, was ja dann doch ein bisschen besser läuft. Und ja, wir haben jetzt immer noch den Auftrag erhalten, wir sollen das abgebrannte Haus untersuchen, wo ich jetzt schon wieder vergessen habe, wo das überhaupt war. Aber wir sollen es untersuchen, da hinten ist es. Da gehen wir jetzt auch mal eben hin. Und dann sollen wir, glaube ich, die Asche oder sowas untersuchen, ne? Ach, hallo! Wer ist da? Wer seid ihr? Helgi. Aber Vater sagt, dass ich nicht mit Fremden reden darf. Aha. Seid ihr ein Fremder? Nein. Ist Herr Rogor euer Vater? Nein, ich bin ein Freund. Wisst ihr, was mit eurem Haus geschehen ist? Der Rauch hat mich aufgeweckt. Es war heiß und ich hatte solche Angst. Also habe ich mich versteckt. Dann wurde es kalt und dunkel. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Aber ich bin allein. Wollt ihr mit mir spielen? Wenn ich mit euch spiele, sagt ihr mir dann, wer das Feuer gelegt hat. Gut. Spielen wir Verstecken. Wenn ihr mich findet, verrate ich es euch. Wir müssen aber warten, bis es Nacht ist. Die andere spielt auch mit und sie darf vorher nicht rauskommen. Wer ist die andere? Kann ich euch nicht sagen. Sie könnte mich hören. Sie ist ganz in der Nähe. Wenn ihr mich zuerst findet, kann ich es euch verraten. Okay, finde Helgi nach Einbruch der Dunkelheit. Ach je. Okay. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Ein guter Freund war ich? Aha. Was auch immer. Ich hab ihn doch zu Brei geschlagen. Ist das hier was zum Aussammeln? Riesenflechte, ja, können wir mitnehmen. Bergblume auch. Immer mitnehmen hier. So, dann haben wir hier noch ein Hühnchen. Können wir das Hühnchen mitnehmen? Hühnchen, mitnehmen. Nee? Okay. Okay, und jetzt sollen wir vor Einbruch der Dunkelheit warten. War einst ein ruhiger Ort. Aber da war warte mal. Können wir uns die Questing anzeigen lassen vielleicht? Quests. Letzte Ruhe. Finde Helgi. Okay. Wird das jetzt auf der Karte angezeigt? Bestimmt nicht. Ich habe mir übrigens auch eine Mod installiert, dass man hier die ganzen Straßen und sowas sehen kann. Ist ein bisschen besser, wenn man da so in der Wildnis und sowas ist. Und also die Quest wird mir hier jetzt anscheinend nicht angezeigt. Aber wir können ja mal hier warten. Es ist 1 Uhr. Dann warten wir mal so ein paar Stündchen. Ja. Es ist zwar noch nicht Nacht, aber es ist zumindest schon mal abends. Ich kann schon mal so ein bisschen rumlaufen hier. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt schon irgendwas sehen werden. Ja, Versuch macht klug. Nicht, dass uns jemand mit dem Entdecken zuvorkommt. Das geht ja nicht. Nee, nee. Außerdem kann ich so ein bisschen das Dorf kennenlernen. Ich lerne halt solche Dörfer immer so ein bisschen durch einfach so sinnlos rumlaufen, manchmal wirklich erst richtig kennen. So halt auch auf der Suche nach etwas Speziellem. Und dann kann ich mir überhaupt erst alles merken, wo irgendwie was ist und so. Und ich hoffe, der Geist ist jetzt nicht irgendwie in einem, na sag schon, in einem Haus oder sowas. Wahrscheinlich wissen einige von euch, wo dieser Geist sich befindet. Oder es ist auch eine Random-Position. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Ja, ist ja gut. Meine Güte, die immer zickig hier. Wie spät haben wir es denn? 7 Uhr. Hm. 7 Uhr ist ja noch nicht Einbruch der Nacht, ne? Machen wir mal 10. Das sieht schon eher nächtlich aus.
ist natürlich die Frage, wo hat er sie es sich versteckt? Hm. Ist das da hinten? Gehen wir doch da mal hin. Achso, da ist nur normales Wasser, okay. Sah eben gerade so ein bisschen anders aus. So nebelig hier. So ultra nebelig. Irgendwo hört ja hier auch das Dorf auf. So, was haben wir hier? Hier waren wir vorhin schon mal rumgegangen, jetzt können wir da nochmal rumgehen. Vielleicht nochmal in diesen abgebrannten Haus gucken. Hm. Oder in der Nähe von diesem Haus von der Schlampe, wo dann dieser Rocker hingegangen ist. Das ist natürlich auch möglich. Wer bist denn du? Die Armee ist immer auf der Suche. Ach, ein kaiserlicher. Super. Wenn ihr meint, ihr habt. Ja, ja, du mich auch, du scheiß Kaiserlicher. Hm. Ich guck mich hier gerade so schön um. Und sehe nichts. Hier hinten geht es nur wieder zu der Mühle. Ich höre seltsame Sounds. Oh oh. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. WTF, wo kommt der auf einmal her? Nein! Ach ja, Deckung sollte ich mir vielleicht suchen. Habe ich ja einen Tipp gelesen. Oh Mann, wo kommt der auf einmal her? Ernsthaft. Ah, ich sehe nichts. Moment. Wo ist er? Und es sind zwei feindliche Punkte auf der Karte. Eine ist irgendwo da. Ist aber auch weg. Merkwürdig, äußerst merkwürdig. So, komm mal her hier. Auf was schießt du denn? Also der Drache jetzt. Was auch immer er da jetzt abgekokelt hat. Hallöchen. Habe ich ihn jetzt getroffen? Ich konnte ja nichts sehen durch das Wasser. Was hat er jetzt vergoogelt? Eine Schlammkrabbe. Ach, das ist das, was ich gesehen habe. Ja, können wir alles mitnehmen. Können wir vielleicht auch verwenden für Alchemie oder so. Na, ja, komm her, du Drache. Hier so ein Headshot und so, ne? Da wackel nicht. So, kriegst du Headshot. Headshot. Noch nicht. Na, ah, das Wasser. Das Wasser. Das ist gerade ein bisschen störend. Sollte vielleicht doch eher an Land gehen. Ja, hintern Haus, natürlich. Wer, ich? Ich will nicht bezahlen, ich habe gar kein Geld. So, hallo Drache. Hallöchen. Alter, dieses hohe Gras, ne? Das ist auch manchmal so störend wie Wasser. Na, komm her. Und Schuss. Na, voll daneben. Vollends daneben, ey. Na komm mal runter hier, flieg nicht so viel in der Luft. Ja, dann tu es, du musst es. Wo ist denn jetzt hin? Du entkommst mir nicht. Du kleiner, mistiger Scheiß-Echsen-Drache, ey. Ja genau, komm wieder zurück hier. Und... geht auf Landung. Ja, habe ich ihn so getroffen. Wow. Da hinten fliegt er. Jetzt habe ich den Geist ganz vergessen, aber der ist mir jetzt auch mal egal. Hier, nimm das. Und Frageton hier nach Laiette. Was? Was haben wir denn hier? Kinder, sag. Wow. Moment, ich muss mal eben hier.
mir spielen. Jetzt habe ich wegen dem Drachen dann das kleine Mädchen gefunden. WTF? Als ob der Drache eine weitere Bedeutung hat. So, komm her hier. Mit der Axt. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Ich hoffe, ich überlebe das. Oh, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, was ich da mache. Wusste gar nicht, dass ich sowas kann. Sieht aber gut aus. Auf jeden Fall. Ja, ihr kümmert euch um die Schlammkrabbe. Ich kümmere mich um den Drachen hier. Nehmen wir mal eben hier alles mit. So. So, und jetzt hätte ich gerne die Drachenseele. Das ist ja dann irgendwann noch diese ganzen Skills und sowas. Diese Drachenskills und sowas skillen. Dafür brauche ich ja diese Drachenseelen und... Oder irgendwie sowas war das. Yay, Drachenseele aufgenommen. Yay! So. Und wir haben auch den Geist gefunden. Laiette, die Vampirfrau. Habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Das ist ja schön für dich. Was ist hier mit der? So, wir haben sie mal nackt gemacht. Also, nochmal zum Zusammenfassen. Also, die Laiette hat auch das Mädchen gesucht. Ne? Und... Was hat das jetzt damit zu tun? Ich muss das jetzt gerade nochmal in der Quest nachlesen. Letzte Ruhe. Finde ich gehört. Frage Turnier nach Laiette. Wer ist Turnier? Wir waren in Turniers Haus, oder nicht? Ich habe es leider vorhin das Gespräch des kleinen Mädchens wegen dem Drachen und wegen der Heilung da nicht so ganz mitgekommen, leider. So. Taumaturgen, nee. Was leuchtet denn da so? Ist das nur das Wasser? Nein, das ist die Lienwurz. Wozu auch immer ich die gebrauchen kann. Ich nehme sie mal mit. So wie hier. Wachhaus. Na, gehst du wohl? Ach, es wird ja auch auf der Karte angezeigt. Ich bin ja doof. Das ist nämlich da. Turnier. Und ich war jetzt auf der Suche nach Turniers Haus und habe mich dann versucht, da mit meinem Orientierungssinn in diesem Dorf, in dieser Stadt hier zurechtzufinden. Aber das kann ich sowieso knicken. Ich weiß gar nicht, warum ich das versuche. Egal. So. Was haben wir denn hier? Hallo, Turnier. Hallo, ich möchte mit dir reden. Was machst du denn da? Blutest du ein bisschen? Brennst du? Was ist mit dir falsch? Warten wir doch mal hier so ein bisschen. Vielleicht sieht man dann, was passiert. Mal kurz abwarten. Wenn ich euch erwische, seid ihr tot. Was ist denn mit dir? Ihr so. Könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich verstecke mich nicht ich vor dir. Euch das Herz raus. Was ist denn los mit dir? Ach so, du hast hier eine Krabbe. Meine Güte, wegen der Krabbe tickst jetzt so aus. Meine Güte. So, jetzt ist aber hier. Was könnt ihr mir über eure Frau erzählen? Lelette? Ich dachte, sie sei fortgegangen, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach, meine arme Lelette. Ist euch etwas Seltsames aufgefallen, bevor sie gegangen ist? Sie hat auf einmal sehr viel Zeit mit Alva verbracht. Obwohl sie noch eine Woche vorher nicht ausstehen konnte. Tatsächlich wollte sie sich in der Nacht, in der sie verschwand, mit Alva treffen. Alva erzählte mir später, sie sei nie erschienen. Ich hatte gar keine Gelegenheit, ihr Lebewohl zu sagen. Oh, dabei war sie die ganze Zeit in der Stadt. Sie haben sich vielleicht doch getroffen. Glaubt ihr, dass Alva... Aber das heißt doch... bei den Göttern. Glaubt ihr, dass Alva ein Vampir ist? Das ist gut möglich. Na
Nein, ihr irrt euch. Ihr müsst euch irren. Vielleicht hat Lelette ihr Schicksal draußen im Sumpf ereilt. Ich weigere mich zu glauben, dass Alva etwas damit zu tun hatte. Das könnt ihr dem Jarl auch gar nicht beweisen. Ich hoffe, Alva ist nicht die, für die ihr sie haltet. Gut, dann werden wir mal Alvas Haus durchsuchen. Dann mal gucken. Jetzt müssen wir halt nur wissen, wo ist das Haus von Alva? Irgendwo da, okay. Dann gehen wir da doch nochmal hin, ganz schnell. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Papierjäger oder so. So, Alvas Haus. Soll ich es aufschließen? Warte mal. Erstmal hier so versteckt sein. Und dann aufschließen, das ist glaube ich besser. Nein? Nein? Ganz schlecht. Ja, besser. Ja, und rein. Okay. Gehen wir hier mal ganz leise runter, dass uns hier niemand entdeckt. Alvas Keller. Und was haben wir hier? Oh. Ganz schlecht. Sie ist zum Leben erwacht. So, dann musst du halt sterben hier. Und ich bin mit Vampirismus infiziert. Na super. Ups. Sorry. Bam. So, einmal durchsuchen. 150 Gold, einen kleinen Seelenstein, Schlüssel zu Alvas Haus. Ja, warum nicht? Vampirschraube, ja, günstiger Seelenstein. Ja. Nehme ich alles mit. So, und dann Alvas Tagebuch. Ja, dann müssen wir das jetzt mitnehmen. Ich muss jetzt aber, bevor ich da hingehe, mal ganz schnell zum Tempel von Weißlauf, um mich zu heilen oder sowas, weil das zumindest der einzige Tempel ist, den ich kenne, wo man sich wirklich heilen kann. Moment. Karte. Weil innerhalb von 3 oder 4 Tagen, da ist ja, ne, bin ich ja schon ein Vampir. Und nach Weißlauf ist da glaube ich gerade mal ein Tag oder sowas dahin zu reisen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir zum Tempel. So viel ist sicher. So, und unsere Axt ist natürlich total blutverschmiert. So muss das sein. So, war der Tempel hier oben? Ja.